Liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Christian, ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Lizard Vulcano vor. Der Lizard Vulcano ist ein E-Bike und wir haben es zur Verfügung von Sludge Modding oder Sludge Modding. Und der, die Modder schreiben ja in der Modbeschreibung, dass dieses Bike für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können es im Modder runterladen und nutzen. Ja, wie ja schon E-Bike, das Ganze läuft, wenn ich mal einsteige, seht ihr das über Strom. Das heißt, da gibt es nichts mit Diesel oder so, es ist ein Elektrobike. Und, ist eher so ein Fun-Mod, aber auch nicht übertrieben, muss ich sagen. Ja, im Shop finden wir das Ganze, machen wir erstmal den Shop durch, unter DLCs und Mods, da haben wir das Ganze, das gute Stück, kostet standardmäßig 5.950, hat 54 PS, ist 72 km/h schnell. Ihr könnt lediglich die Farben ändern, sprich die Hauptfarbe, das war hier die Verzierung, die Gehäusefarbe, das ist das Gestänge hier, die Aufnahme ist hier vorne, das rote, wir machen es mal grün. Und die Felgenfarbe ist ja klar, da muss ich nicht viel zu sagen. Felgenfarbe halt. Ja, dann würden da nochmal jetzt in dem Moment 250 dazukommen, sprich dann für 6.200 habt ihr das gute Stück. So, texturtechnisch finde ich es eigentlich völlig in Ordnung. Macht guten Eindruck hier vorne, klar, die Lampe sieht ein bisschen verschwommen und nicht so ganz so doll aus, aber sonst finde ich es in Ordnung. Wir machen das mal an. Wie ihr hört, hört ihr nichts, ist klar, ist Elektro. Wir fahren mal los. 72 km/h Maximalgeschwindigkeit. Die kriegen wir auch hin. Zack. Ne, lässt sich auch ganz gut fahren. Innenansicht seht ihr, ne? Zeigt euch das alles an. Könnt natürlich auch schon. Jetzt sieht natürlich keine Animation beim Fahrer, wie sonst der Fall ist. Jetzt bremsen wir mal. Aber ich lasse mal ausrollen. Ne, ihr seht, Bremse wird betätigt. Genau. Und Gaspedal wird gedreht. Seht ihr das rechts im Griff? Gebremst wird auch. Der Fahrer selbst seht ihr. Legt sich auch schön in die Kurve. Fällt auch gerne mal vor dem Stromkasten. Also wie gesagt, also das passt soweit. Bremsbeleuchtung hat er hinten auch, Rückwärtsscheinwerfer natürlich nicht. Blinker hat er hinten nicht, vorne auch nicht. Ja, aber so sieht das Licht natürlich richtig episch aus. Das sind zwei Hauptlampen in der Mitte plus den Ring drumherum. Ja, also bis auf Blinker habt ihr quasi alles da. Ne, funktioniert auch wirklich gut. So, rollen wir aus. Ja, und das war das ganze Stück. Mehr kann ich natürlich nicht sagen. Ne, Version 1.0, im Shop haben wir es gesehen. Abkonvention ist halt unmöglich, aber das war es eigentlich schon. Würde ich sagen, verabschiede ich für euch. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt es gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, keine weiteren Mods verpasst. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.